Herzlich willkommen zu meiner kleinen, ich will nicht sagen Giftküche, aber zu dem Thema Innovation aus dem Labor. Es ist jetzt kein klassisches IT-Thema, sondern es ist mehr ein, ich sag mal, ein Business-Thema und eine kleine Reise meiner, naja, von 3 Jahren meines Berufslebens, auf die ich euch mitnehmen möchte. Und es geht um Zukunftsträume und unternehmerische Experimente und wie man denn so in Zeiten von Umbruch und Veränderung sich dem Thema neue Ideen, veränderungsvolle Zusammenhänge, radikaler Disruption und was auch immer in diesem Umfeld noch gesprochen wird, wie man sich dem gut annähern kann und wo man auch ein bisschen auf Abwägen geraten kann. Ich kann euch gleich direkt vorweg sagen, meine Erfahrung mit dem Thema Innovation aus dem Labor oder Innovationslabor, ein InnoLab gründen und führen, ist ein Spiel mit Licht und Schatten. Und von beiden will ich euch ein bisschen was erzählen. Wann ist mir das Thema das erste Mal begegnet? Roundabout 2013, 14 herum übernahm ich in einem größeren Unternehmen einen weltweiten Bereich, der sich nannte Organisationsentwicklung. Das war so eine Art Inhouse-Beratung, Inhouse-Consulting in diesem großen Konzern, die sich beschäftigte, Veränderungsprozesse im Unternehmen zu begleiten. Das heißt, wenn sich Teams verändern, wenn sich Strategien verändern, wenn sich Prozesse verändern, die Teams und die Menschen dabei zu begleiten, dass sie das gut hinbekommen. Und uns ist aufgefallen in Ende 2014, 2015 herum, dass sich die Themen der Veränderung verändert haben. Das heißt, was kam denn so bei uns an? Was waren denn so die coolen neuen Ideen? Wo hat man denn so hingeguckt? Auf einmal gingen die Reisen sehr stark in Silicon Valley. Und man guckte so als Industriebereich, so was machen denn die? Und irgendwie gab es so New Kids on the Block. Und irgendwie schien der Block auch den New Kids zu gehören. Und diese Herren fanden viel mehr statt. Also die Jeff Bezosens und Elon Musksens und Tim Cooks und Mark Zuckerbergs der Welt waren auf einmal so ein bisschen die Posterboys der Wirtschaft. Also wenn es eine Bravo-Zeitung gegeben hätte, wer sind die coolen Kinder in der Wirtschaft, dann wären die in der Mitte dieser Doppelseiter, den man sich an die Wand hängen kann. Und irgendwie war da aber auch so eine Anmutung von Sorge, von was machen die da? Irgendwie sind die viel zu schnell und die werden viel zu schnell, viel zu groß. Und wir hier in, ich sag mal, Old-School-Industry, wir sind die überhaupt ernst zu nehmen? Was machen die? Und so mit der Zeit, und die Zeit war nicht lang, das waren so 1-2 Jahre, entstand so ein bisschen ein Monster unterm Bett der Manager-Albträume. Und das war der Industrietornado. Es schien so nach der Telekommunikationsindustrie, es schien dieses Digitalisierung und diese, auf einmal gab es das geflügelte Wort des Unicorns, also der Einhornentwicklung der Unternehmen, die aus dem Boden sprießen und auf einmal ganz groß sind. Die Zeit von Netflix und Co. Blockbuster gab es nicht mehr, dafür war Netflix ein ganz großes Ding. Man sprach von Gründergeist, es war fast so eine Goldgräberstimmung um die Zukunft entstanden. Innovationen, Megatrends, New Work, Co-Kreation, Agilität, das alles ist so in diesem Umfeld. Und wenn man nicht aufgepasst hat, dann hätte man auch glauben können, naja, das Alte, das ist ja jetzt irgendwie, ne, wir, die Manager von gestern mit dem Vorwissen von vorgestern, wir kriegen es ja eh nicht hin, eine völlig andersartige Zukunft von morgen zu beschreiben. Und es hatte auch so ein Gegeneffekt. Auf der einen Seite war so diese Welt, aus der ich kam, die Welt des klassischen Großraumbüros. Jetzt war ich schon leitender Angestellter. Ich hatte halt ein eigenes Büro mit einer Sekretärin, aber viele mussten im Großraumbüro arbeiten. Ich hatte es ja schon ganz gut. Ich hatte mich ja durchgearbeitet. Und dann gab es auf der anderen Seite, und das ist so eine Anmutung, die aus diesen kleineren Start-up-Ecken kam, gab es so neben dieser Oldschool-Hive so die New Inno-Band. Und die sahen irgendwie ganz viel cooler aus. Irgendwie wollte man auch eher zu denen gehören. Irgendwie hatten Schienen, die mehr Spaß zu haben.
Und die schienen auch irgendwie coolere Ideen zu haben. Und jedes größere Unternehmen hat sich ja gefragt, wie kriegen wir A, diesen Coolness-Faktor hin, wie werden wir modern und wie kommen wir den anderen hinterher? Wie können wir wieder die Poster-Boys und Girls in der Mitte von der Doppelseite von der Bravo werden? Und links und rechts, und das nicht nur in den 2010er Jahren, aber da sehr verstärkt entstand dieses Bild des Innovationslabors. Das heißt, so eine Idee, fast ein Elfenbeinturm oder so eine Kreativoase mit Billardtischen und Pflanzen und irgendwie offene Raumgestaltung und Couches und irgendwie eben dieser coolen Innovationsband, wo junge und auch ältere, sehr kluge Menschen, gut ausgebildet, mit wilden Ideen die Zukunft andersartig gestalten. Es hatte fast so einen messianischen Moment da drin. Es war so der Retter auf dem weißen Schimmel, der da einritt. Nur waren die halt jung und hatten wilde Haare. So waren wir auch in unserer Organisationsentwicklung konfrontiert mit der Frage, wie beraten wir Menschen in Richtung einer Zukunft, die wir nicht kennen, die aber irgendwie andersartig zu sein scheint. Wir waren zu dem Zeitpunkt gute 40 Berater, wir haben weltweit agiert und haben dann gesagt, okay, lass uns doch mal überlegen, ob wir das irgendwie gut da draußen klauen können. Aber diese ganzen Innovatoren, die sind ja auch nicht doof. Das heißt, die geben es ja auch nicht ganz freiwillig her. Also sind wir zu Unis gegangen und haben gesagt, könnt ihr euch vorstellen, mit uns zu kooperieren? Weil uns interessiert schon, wie Menschen in Zukunft arbeiten wollen. Denn wir wollen ihnen ja helfen, sich von diesem Alten irgendwie in ein Neues, was vielleicht offensichtlich reizvoller ist, zu bewegen. Also haben wir uns 15 Doktoranden eingestellt, wir haben ein Team versucht zu bilden, die in Kooperation mit dem Unternehmen, die waren auch Teil des Unternehmens und mit mehreren Hochschulen, an spannenden Themen rund um das Thema Scouting the Future of Work. Also wie sieht die Zukunft der Arbeit, was ist mit Agilität, mit New Work, mit Digitalisierung, wie wird das Arbeit ändern? Darin sollten sie forschen. Mit der Idee, die Erkenntnisse, die diese forschenden Doktoranden rausfinden, holen wir zurück in unsere Beratung und generieren daraus wunderbare Formate, wie wir unsere internen Kunden im Großunternehmen beraten können, wie sie ihre Teams, wie sie ihre Strukturen, wie sie ihre Prozesse zukunftsfähig verändern können. Das war die Fantasie. Die Fantasie war erstmal klein und fein sehen in so einem Forschungslabor und groß ernten. Denn das macht ja keinen Sinn, in einem Unternehmen, das mehrere hunderttausend Menschen hat, direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen und einfach alle auf links zu kämmen. Das heißt, lass uns doch dieses Innovationslabor, diese kleine Einheit mit den 15 Doktoranden plus ein, zwei feste Mitarbeiter als Teststrecke nutzen, um Einführungsrisiken für das Großunternehmen auch einfach zu minimieren. Lass uns aber auch ein bisschen der Schwerkraft des Mutterschiffs entkommen. Wir hatten es ja, Thomas und ich haben es ja beide gesagt, je größer und erfolgreicher eine Organisation, desto schwerfälliger ist sie, wirklich andersartig sich zu verhalten und das auch mit gutem Grund. Das heißt, oftmals stehen wir in großen Organisationen auf unserer eigenen Leitung. Und die Frage war, wenn wir mal kurz außerhalb der Organisation uns bewegen, das heißt Doktoranden nehmen, die gar nicht so viel Erfahrung haben im Unternehmen, die frisch und neu denken können, vielleicht kriegen wir ja auch andere Ideen. Und vielleicht purzelt da auch eine dabei heraus, die interessant ist. Und dann lass uns doch dieses Ding mit dem New Work und der Agilität und so auch am eigenen Leib ausprobieren. Das heißt, wir haben das InnoLab auch so aufgebaut, dass wir selbst versucht haben, dieses agile Arbeiten und diese New Work Atmosphäre, das Thema Co-Kreation in der Forschung auch umzusetzen. Und natürlich auch wissenschaftlich fundiert uns selbst zu untersuchen, denn nur Zahlen sind war und ob wir es denn jetzt irgendwie guruhaft durch die Länder gehen und sagen, weil wir es im Bauchgefühl haben, ist es toll, das kommt nicht ganz so gut an, als wenn wir das irgendwie auch tatsächlich erforscht haben. Und last but not least, Ambidextrie, also eine beidhändige Organisation, in der ein sehr starker Fokus ist auf das Geldverdienen, auf die Beratung, auf den operativen Betrieb und gleichzeitig ein sehr starker Fokus auch auf Produktinnovation, weil sich jeder um das kümmern kann, was sein Kerngeschäft ist, könnte ja auch eine kluge Idee sein. Wie ihr seht, viel haben wir uns vorgenommen.
Und vieles davon hat auch funktioniert. Und dann hat sich auch einiges verändert. Wir waren sehr gut besucht, hatten eine sehr gute Reputation. Jeder, der im InnoLab war, fühlte sich dort auch wohl, wollte auch gerne auch wiederkommen. Vielleicht nicht jeder, aber viele. Und ein gewisser Shift, sowohl mit der Feder als auch mit dem großen Schraubenzieher, ist auch entstanden. Und dann sind auch ein paar andere Dinge passiert, die waren dann halt lehrreich, sage ich jetzt mal. Und von denen will ich euch nochmal ein paar Minuten erzählen. Was mir aufgefallen ist in diesen zweieinhalb Jahren des InnoLabs, und ich muss auch sagen, die Einheit gibt es heute so nicht mehr, weil das Experiment auch beendet ist, ist, dass wir alle Fantasien im Kopf hatten, was wir von diesem Ding wollten, aber die nicht ganz so ausgesprochen haben und einige dieser Hypothesen auch widerlegt werden konnten. Und ich weiß nicht, ob ihr Mythbusters kennt. Das ist eine Sendung, die ich sehr gerne geguckt habe. Ich versuche mal kurz einen auf Mythbusters zu machen für die nächsten paar Minuten. Die erste Fantasie, die man hat, ist, wenn man InnoLab-Projekte macht, dann stiften die einfach exponentiell radikalen Wert. Ja, vielleicht 1 von 100. Dann hat man Glück. Vielleicht auch nicht. Da ist auch einfach viel Kleinvieh dabei. Und das muss man akzeptieren, wenn man immer nur die großen Kugeln erwartet aus so einem Innovationslabor, wird man in 99 von 100 Fällen enttäuscht. InnoLabs brauchen keine Strukturen und Prozesse, weil es ist ja New Work. Ja, kann man so machen, dann gibt es halt auch da Verwahrlosung und Anarchie und keiner gießt die Blumen. Und dann ist halt sehr schnell nicht mehr so schön. Ja, diese Prototypen und Lernkultur, natürlich haben wir eine Fehlerkultur, klar können wir das. Sofort, naja, logisch, machen wir doch schon die ganze Zeit. Bis man sich als Forschender oder auch als Unternehmen von einer wahnsinnig liebgewonnenen Gewohnheit oder Idee, die man so hegt, fast wie eine Geliebte, trennen muss, dann wird's blöd. Und daran wird man überhaupt merken, ob man diese Lernkultur hat. Ja, InnoLab-Produktentwicklung, das macht man doch auch, weil man dann auch schnell ist und schnell Output kriegt. Ja, es gibt schnell viel Output. Die Frage ist, in welcher Qualität? Weil da kommt auch einfach viel Grusch draus. InnoLabs brauchen keine Führung und keine Führungskräfte. Geht auch ohne, wenn man gut gefügte Teams hat. Die Führung und die Führungskräfte, die es dort braucht, haben einfach andere Eigenschaften. Es geht vielmehr um kollaborative Integration, um Unterstützung, um Support und nicht so sehr um direktive Anweisung. Trotzdem braucht es einen Moment, der gehalten wird und Gemeinschaft erzeugt. Wir haben jetzt ein InnoLab, eine Struktur, ein Gebäude, ein Ort. Jetzt sind wir mega innovativ. Ja, nein. Jeder kann und will innovativ sein und im InnoLab arbeiten. Nee, es gibt auch einfach Leute, die wollen das nicht. Und wenn wir respektvoll und gewaltfrei miteinander umgehen am Arbeitsplatz, ist auch das zu akzeptieren. Dass es Menschen gibt, die ein Hinzu haben zum Entdeckenden, zum Neuen, zum Ausprobieren und zum Scheitern. Und Menschen gibt, die eben einfach sehr glücklich sind, auch in einer gewissen Automatisierung zu sein oder in der Wiederholung von etwas, was sie extrem erfolgreich und kompetent machen können. Und deswegen braucht es da ein bisschen mehr Differenzierung. Unternehmensbereiche müssen innovativ sein. Ich möchte bitte, dass mein Stromerzeuger nicht innovativ ist, weil ich hätte gerne dauerhaft Strom. Und ich möchte bitte auch, dass mein Chefarzt nicht anfängt, wenn er eine große OP an mir rummacht, heute zu sagen, na, heute operiere ich mal mit links. Ich will mal sehen, wie das geht. Es gibt Bereiche wie Gehaltsabrechnung, die Kantine, der werksärztliche Dienst, die Grundversorgung des Unternehmens. Da wäre ich mit inkrementeller Innovation auch völlig in Ordnung. Ideen entstehen im InnoLab ganz selbstverständlich. Das ist fast wie so eine Hexenküche und dann macht Miraculix da irgendwie noch ein bisschen was Nettes rein und dann entsteht der Zaubertrank. Nee, das ist ein harter Prozess und es ist nicht so, dass man, wenn man 5 Menschen zusammensteckt, ein paar Blumen außenrum macht und 3 Kautens, dass die auf einmal kreativ werden. Das ist viel Arbeit. Und last but not least, alles das, was man im InnoLab macht, weil es ja viel Wert hat, ist sofort messbar. Blödsinn. Manchmal dauert es lang, manchmal ist es nicht so lang. Und natürlich ist das, was man tut, auch messbar. Aber oftmals ist das, was passiert in einem Erkenntnisprozess, auch viel Scheitern.
viele Hypothesen, die man eben widerlegt. Und wenn man diese Mythen entzaubert, dann ist da halt auch eben viel Enttäuschung dabei, wenn man das nicht wirklich vorher gut geklärt hat. Woran wir gescheitert sind im InnoLab ist zum einen am internen Markt. Also unsere Kunden waren ja intern im Unternehmen, Bereiche, die uns angefragt haben, Veränderungsprozesse zu begleiten. Wir haben das nicht gut verstanden zwischen den tollen Megatrends, die da draußen sind, und dem tatsächlichen Ist-Bedarf des Unternehmens eine gute Brücke zu schlagen. Und einen guten Moment zu finden zwischen dem Neues in die Organisation zu treiben, unserem Push und dem Pull, was braucht die Organisation gerade und wofür sind die auch schon bereit. Wir waren vielleicht auch ein bisschen zu begeistert von unseren innovativen Ideen und sind da eher so als Bekehrer und Missionare rein und nicht so sehr als Begleiter und Betreuer des Prozesses. Das Zweite ist, wir sind an der Organisation gescheitert. Es ist einfach eine sehr große Organisation gewesen und wir haben es nicht so gut hinbekommen, einfach den Kontext zu managen, das Management zu managen und wirklich zu einer Skalierung zu kommen, die uns auch die Berechtigung im Unternehmen gegeben hätte, dass man uns ernst nimmt und nicht nur so ein bisschen wie so eine Art Spielplatz und Ausprobierwiese sieht. Und last but not least sind wir an uns selbst gescheitert, an unserer eigenen persönlichen Reife, wie wir eben mit Andersartigkeit umgehen und der Andersartigkeit zwischen einem operativen Berater, der einfach Geld machen muss und Beratungstage braucht, und einem sehr freien, innovativen Forschungs-InnoLabby, der jetzt gerade mal ganz viele Ideen hat. Also, dass das sich trifft und man trotzdem respektvoll miteinander umgeht, das war harte Arbeit und es ist uns nicht immer gelungen. Wir hatten zum Teil auch die Führungskompetenz nicht, solche Bereiche miteinander zu integrieren und ambidextrie lebendig zu machen und auch tatsächlich ein integratives Miteinander hinzukriegen. Und wenn ich es nochmal machen würde, und ich glaube, ich habe noch 3 Minuten, korrekt, dann würde ich mal sagen, ich bin Fan von der Sesamstraße, wenn ich frage, bleib dumm. Ich würde in der Auftragsklärung viel, viel, viel mehr Fragen stellen und auch viel unangenehmer werden als diese begeisterte Euphorie von, oh cool, wir gehen jetzt zur Zukunft und wir machen was Neues. Und die 6 Fragen, die ich stellen würde mit der Erkenntnis von heute, wären: Warum machen wir das Ganze nochmal? Also, ist es der Konkurrenzdruck, der uns treibt, zu innovieren? Brauchen wir andere Produkte? Ist es unsere Wertschöpfung, die nicht funktioniert? Geht es hier um Zukunftsfähigkeit oder machen wir hier gerade eine Marketingmaßnahme? Wollen wir einfach nur geil aussehen? Und je nachdem, was es für eine Frage, für eine Antwort gäbe, wäre auch mein Konzept des InnoLabs auch ein unterschiedliches und auch mein Invest ein unterschiedliches. Und vermutlich auch die Leute, die ich wählen würde, dort zu arbeiten, auch andere. Das Zweite ist, wer macht denn hier eigentlich was? Also, wie ist das denn mit dieser Freiheit der Selbststeuerung? Wie viel Führung braucht es und welche Art von Führung? Das ist ein sozialer Vertrag, den wir miteinander aushandeln müssen. Wer übernimmt Verantwortung für was und wie kriegen wir es hin, dass wir psychologische Sicherheit für alle Beteiligten hinbekommen? Sowohl für die operativen Kollegen, die sagen, ihr in eurem Elfenbeinturm, als auch für die Kollegen, die sagen, ja, aber ich brauche Freiheit, um zu forschen. Wie begreifen wir, dass diese Beiträge, auch wenn die konträr sind, dass der Unterschied nicht das ist, was uns trennt, sondern das, was wir voneinander lernen und was uns gemeinsam besser macht? Die Teamentwicklung ist ein wichtiger Moment. Dann, wer will denn eigentlich, was wir hier anbieten? Wer sind die Kunden? Was will das Mutterschiff? Und was sind eigentlich unsere eigenen Selbstverwirklichungsegoismen, die wir hier im InnoLab, ne? Also jeder hat so Ideen, warum er jetzt in der Hängematte hängen will und warum er zu dieser coolen Kinderband dazugehört. Wer gehört wie zusammen? Also es entstanden bei uns ganz schnell so Momente von ihr da auf dem Sonnendeck mit den Blumen und dem Billardtisch in eurem Bällebad und wir im Maschinenraum, die wir das Geld erzeugen müssen. Und dann grenzt man sich ab, anstatt zusammenzuwachsen, und dann schlägt das Imperium zurück und verschluckt sich gegenseitig. Und anstatt dass man irgendwas voranbringt, verzettelt man sich in so Stellvertreterkriegen innerhalb des Systems, was einfach dann sehr unerquicklich ist und wahnsinnig frustrierend und für niemand klug. Und ein Jahr später fragt man sich, warum streiten wir uns eigentlich hier gerade? Wollten wir nicht irgendwie was Cooles miteinander machen?
was ist eigentlich mit dem Geld? Also so Euphorie super, Businessplan besser. Weil das Ding kostet immer mehr, als man erwartet und der Return kommt immer später, als man glaubt und man hat so diesen Idealismus des Experiments, weil man glaubt, guck mal, wir haben was ganz Tolles herausgefunden, das hat einen Wert in sich. Und dann willst du skalieren im Unternehmen und es ist irgendwie Krieg und keiner geht hin. Und niemand hat auf deine Idee gewartet und alle sagen, ja, es ist hübsch, euer Tinkeltool, aber löst nicht mein Problem. Und last but not least, was ist mit dem Business Sponsor? Meistens gibt es, wenn sowas in einem Unternehmen gegründet wird, ja irgendein Anliegen und es gibt einen Auftraggeber. Und welche Geschwindigkeit erwartet der? Wie viel Geduld bringt er mit, wenn Return nicht gleich kommt? Wie viel Grasnarbe braucht er? Also wie viel Detailsteuerung braucht er? Und gibt es und hat man vorher ein Exit- und Abbruchkriterium definiert, weil man sagt, und dann ist das Experiment zu Ende und wenn XYZ passiert, dann hören wir auch damit auf. Und das ist extrem wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich meine 6 Punkte waren, wenn ich heute drüber nachdenke, wie hätte ich es als Leiterin dieses InnoLabs besser machen können, das wäre, wenn ich diese 6 Fragen beantwortet hätte, bevor ich das Projekt gestartet hätte. And this is it. Einmal kurz im Schweinsgalopp rund um, warum ein Innovationslabor, ja, nein, vielleicht und wenn ja, wie. Danke euch.